Playoff Finals im Bounce House, die Top 10 aus Spiel 1, jetzt präsentiert von der Allianz. Er hat es mal wieder getan, im Halbfinale in der Serie gegen Frankfurt, jetzt im Finale gegen den VfB, Matt West mit dem nächsten Ass in der Crunch Time und was für eins. Mom, he's done it again! In Satz 1 war die Berliner Welt noch in Ordnung, Tim Karl zaubert nach einem Butterzuspiel von Jeff Jendrick. Wir springen in Satz Nummer 2 und begrüßen den VfB in diesem Highlight-Reel. Daniel Muniz mit dem One-Man-Block gegen Ruben Schott. Und auf der 7 holen wir mal Ben Petsch rein in diese Top 10. Und Spoiler-Alert, an ihm lag es am Ende nicht, dass Berlin Spiel 1 verliert. 62% Killquote nach 42 Versuchen. Der US-Boy war phasenweise wieder in seiner eigenen Liga unterwegs. Man kennt sich, man schätzt sich und man blockt sich auch mal. Letztes Jahr beim VfB noch gemeinsame Sache gemacht, doch an diesem Wochenende war Markus Böhme der Sieger im Duell gegen Nemar Yamote. Aber 4 Sätze später sieht die Welt aus Berliner Sicht schon wieder anders aus. Crunchtime Satz Nummer 5 und Mote packt ihn auf die 3-Meter-Linie. Chat, wer erinnert sich noch? Berlin in der Hauptrunde zu Gast in Düren gewesen, da hatten wir so eine ähnliche Szene. Diesmal ist es Patch mit der Monster-Defense gegen einen blockfreien Simon Hirsch. Rankin zaubert aus der gegnerischen Hälfte und Tim Karl dann der Abnehmer zum 19-20 für die Brs. Satz Nummer 2, Friedrichshafen schnuppert am 1-1 und dann gibt's die Abräumung von Ruben Schott gegen Simon Hirsch und Georg Klein weiß das auch zu feiern. Und auf der 2 kannst du jetzt wieder eine Grundsatzdiskussion aufmachen, von wegen, was ist spektakulärer, der Hit von Patch, der Block von Shots. Eure Meinung da gerne mal unten in die Kommentare. So, und am Ende einfach nochmal 36 Sekunden zurücklehnen und genießen. Auf der 1 geht's wild zu, und zwar auf beiden Seiten. Lase mit viel zu flachen Pass. Sicherung ist da. Nein! Noch eine Sicherung. Was ist hier los? Und da ist Tim Karl. Am Ende mit. Das war's also mit Playoff Finals Teil 1. Die zweite Auflage gibt's dann am Mittwoch live auf Twitch. Und bis dahin vertreibt euch gerne noch ein bisschen die Zeit. Über die Endcard kommt ihr zum gestrigen Recap oder zu einer neuen Folge Nasenbluten, die Top-Fails der Volleyball-Bundesliga. Also Kanal abonnieren und dann den Playoff-Hype mitnehmen.